Letztens live im Stadion der Borussia aus Dortmund. Kontaktlose Temperaturmessung, Maskencheck und Abstandsmessungen. G2K macht vor, wie moderne Lösungen einen Return to Life sicher gestalten können. Return to Office. Return to Life. Return to Sport. Zusammengefasst, Return to Normal. Das ist genau das, was wir uns gerade alle wünschen. Wie man das als Unternehmen oder Produktionsbetrieb, als Schule oder Flughafen oder auch in einem Fußballstadion oder einer Shopping Mall umsetzen kann und welche Lösungen dabei maßgeblich unterstützen können, genau dazu habe ich mir heute zwei Experten eingeladen. Das ist einmal der Maximilian Wieser. Er arbeitet bei TechData als Teamlead Sales der Business Units Security, Mobility, Analytics und IoT. Und Jörg Hensen, den CSO von G2K. Servus, ihr zwei. Wow, das sieht aber interessant aus. Jörg, dazu gleich mal eine Frage. Auf was basiert denn eure Lösung, mit der ein Return to Normal realistischer wird? Unsere Lösung basiert auf der Softwareplattform Parseval, die eben in der Lage ist, verschiedenste Datenquellen zusammenzuführen und auf Basis von künstlicher Intelligenz zu analysieren. Ich gebe einfach mal ein Beispiel. Stadien, Fußballstadien, Sportarenen haben das große Problem, dass im Moment keine Zuschauer zugelassen sind. Mit unserer Lösung ist es eben möglich, potenziell infizierte Personen zum Beispiel durch die kamerabasierte Messung von Körpertemperaturen oder das automatisierte Erkennen von Masken oder das Managen auf Basis von Kameraströmen von sozialen Abständen eben zu unterstützen, dass wir also die Gesamtkonzepte für die Rückführung von Zuschauern unterstützen durch Technologien, dass wir dabei helfen, eben identifizierte Personen gar nicht erst ins Stadion zu lassen und zudem eben im Stadion dafür sorgen, dass die Abstände gehalten werden und es zu keiner Überfüllung kommt. So, darüber hinaus lässt sich das Ganze natürlich überall anwenden, weil die gesamte Gesellschaft letztlich back to normal kommen möchte. Das heißt, wir sprechen über Hotels, wir sprechen über Schulen, Universitäten, öffentliche Gebäude, Industrieanlagen, Shopping Malls, Flughäfen oder auch Bahnhöfe. Im Prinzip überall dort, wo back to normal bedeutet, dass Menschen wieder in die Infrastruktur gelangen möchten. Bei allem Verständnis um die aktuelle Situation, geht es hier nur um Return to Normal oder in Wirklichkeit um noch viel mehr? In der Tat kann man mit unserer Lösung noch viel mehr erreichen. Parseval ist konzipiert, um letztlich insbesondere zwei Standardsegmente abzubilden, in denen wir schon seit Jahren unterwegs sind. Zum einen ist es das Sicherheitsmanagement, das heißt, wir können Sicherheitsüberwachungsanlagen intelligent machen, zum Beispiel an Bahnhöfen, Flughäfen, Shopping Malls oder Stadien. Wir helfen dabei, Sicherheitsvorfälle wie abgestellte Gepäckstücke, Überfüllung, Panik, Vandalismus oder Menschen in bestimmten verbotenen Zonen automatisiert zu erkennen. Wir generieren Alarme für die Operators am Sicherheitsleitstand und helfen ihnen, schneller und effizienter zu agieren. Darüber hinaus sind wir insbesondere im Bereich Customer Insights, Variable Insights für den Einzelhandel aktiv. Das heißt, wir stellen unseren Kunden in Echtzeit managementrelevante KPIs zur Verfügung über die Target Groups, Stichwort Age und Gender Detection, über Frequenzen, Stichwort Heatmapping und helfen so, Produkte besser platzieren zu können, helfen so, Werbeansprachen zu optimieren, aber auch den Shopping-Mall-Betreibern zum Beispiel ihre Mieter entsprechend so anzupassen, dass sie entsprechend der Frequenzen vor ihren Geschäften auch Miete bezahlen. Das sind letztlich die zwei Standardsegmente, in denen wir seit Jahren erfolgreich weltweit im Einsatz sind und wo Parseval eben wirklich hilft, unseren Kunden in Echtzeit Prozesse zu optimieren. Parseval, toller Name. Ich verbinde damit Heldentum. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? In der Tat hat das was mit Heldentum zu tun. Uns allen ist sicherlich bekannt, die Oper von Wagner, Parseval, wo es ja letztlich darum geht, einmal Made in Germany, deutsche Musik in diesem Fall für die Welt, in diesem Fall deutsche Technik für die Welt. Zum anderen ist der Inhalt ja der, dass ein junger Mensch letztlich versucht, die Komplexität der Welt zu verstehen. Und das passt natürlich perfekt in unsere Story, in das, was Parseval, unsere Softwareplattform, bietet. Und zudem, darüber hinaus, neben also der historischen Geschichte zur Oper, gibt es auch Parse, also das kommt aus der Codierungs- und Technikersprache, wo es letztlich darum geht, Datenanalysen zu betreiben. Also quasi im doppelten Sinne ein Match, sodass Parseval zu uns passt und wir uns auch dieses Heldenmütige gern annehmen.
Maxi, was macht die Lösung von G2K so einzigartig? TechData investiert seit Jahren in die Bereiche Security, Mobility, Analytics und IoT. Zum Beispiel auf Basis von unserem 360-Grad-Security-Ansatz stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt und der Mensch muss gesund bleiben. Bedeutet das nicht vollkommen neue Geschäftsmodelle? Ja, natürlich. Wir sehen wahnsinnig viele neue Szenarien mit unterschiedlichsten Anforderungen. Dabei geht es darum, für Endkunden Use Cases zu identifizieren, Lösungen zu konzipieren, die Anwendung zu gestalten und dann in den Geschäftsprozess zu integrieren. Für diese komplexen Herausforderungen braucht man einen Trusted Advisor. Ich bin jetzt auf jeden Fall noch neugieriger geworden. Können wir uns vielleicht die Maskenerkennung und auch die Körpertemperaturerfassung im Live-Betrieb anschauen? Selbstverständlich. Dazu stehe ich einfach mal auf und gehe an eine unserer ersten Stationen, die Fever-Scanning-Station. Mein lieber Kollege Elias begleitet mich, sodass wir eben jetzt hier das System an einer weiteren Station unseres Showrooms zeigen können. Wir stehen eben hier vor dem Aufbau Fever-Scanning, wie er eben zum Beispiel in Stadien, Shopping-Malls, Bahnhöfen oder auch Hotels funktioniert. Wichtig ist, dass Parsifal die Daten vernetzt. Wir sind also nicht abhängig von einzelnen Hardware-Komponenten, sondern Parsifal setzt sich eben oben drauf und analysiert die einkommenden Daten, sodass zum einen meine Körpertemperatur anonymisiert gemessen wird. Wenn ich einen gewissen Schwellwert überschreite, bekommt der Operator einen Hinweis, entsprechend nachzumessen, mich bzw. zu separieren, sodass ich nicht in den gefährdeten Bereich oder eben hinter den Zugang oder hinter das Access-Kreuz im Stadion komme. Darüber hinaus wird Maskenerkennung durchgeführt auf Basis der Kamera-Streams, so auch, dass mir hier ein Hinweis gegeben werden kann, wenn ich eben keine Maske trage. Das Ganze vernetzt durch Parsifal, sodass der Operator immer weiß, wo, wann, welche Alarme aufkommen und wir eben verschieden reagieren können. Durch persönliche Ansprache, aber auch durch Ampelsysteme oder Push-Notifications auf mobilen Endgeräten zum Beispiel. Parsifal kann so vieles. Unsere Softwareplattform ist State of the Art im Bereich Datenanalyse. Wir sind in der Lage, verschiedenste Datenquellen zu vernetzen und verschiedenste Analysekomponenten zu nutzen, um letztlich Wissen zu generieren, um unseren Kunden zu helfen, in Echtzeit Situationen besser zu begreifen und ihre Prozesse zu optimieren. Sind Sie eine Shopping Mall und möchten mehr wissen über die Menschen, wie sie sich bewegen und was sie kaufen? Oder haben Sie Angst vor gewissen Sicherheitsrisiken? Nutzen Sie unsere Plattform. Wenn Sie als Flughafenbetreiber, als öffentliches Verwaltungsgebäude, wenn Sie als Bahnhof, Schule oder Sportarena eben Sicherheitsrisiken frühzeitig erkennen wollen und zugleich mehr über die Menschen wissen wollen, nutzen Sie Parsifal. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie mit unserer Technologie den Markt revolutionieren werden und freuen uns, wenn Sie uns kontaktieren. Vielen Dank. Das ist eine wirklich sehr beeindruckende Lösung. Was ich heute mitgenommen habe, und Sie hoffentlich auch, erstens, G2K bietet nicht eine Lösung, sondern abhängig davon, wie die Algorithmen programmiert werden, eine unglaublich skalierbare Security-Lösung. Zweitens, neben Return to Office gibt es eine Vielzahl an Menschenversammlungen, bei denen eine Sicherheitstechnologie zwingend notwendig ist. Es gilt für uns alle, das Höchstmaß an Schutz zu erzeugen. Und drittens, man kann jedem Partner empfehlen, mit seinen Kunden auch dahingehend den Bedarf abzuklären und selbst die ungewöhnlichsten Anforderungen an das Spezialistenteam weiterzugeben. Denn keine Lösung gibt es nicht.